Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu The Wandering Village. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir müssen mal hier ein bisschen beobachten, ob das Wasser jetzt bei 600 bis 700 bleibt, weil wir haben ja aktuell hier ein trockenes Klima. Schauen wir mal, wie das so wird. Hier unten ist es auch, okay, hier ist es auch grün. Ja, ich würde sagen, wir flitzen mal nach hier oben dann, ne? Ja, wir flitzen auf jeden Fall mal nach da oben. Da haben wir dann nämlich wieder ein bisschen eine trockene Phase, beziehungsweise eine Hitzephase. Ohne trocken. Wo wir dann wieder jede Menge Mais anbauen können. Da sind wir jetzt aber auch schon auf 833. Wahnsinn. Wahnsinn. Also, ja, Futter haben wir halt überhaupt gar keine Probleme, ne? Einzige, wo wir ein bisschen Probleme haben, wo wir zu wenig von haben, ist Fisch. Fisch haben wir tatsächlich zu wenig. Könnten wir natürlich hier noch ein Häuschen anbauen, ne? Könnten wir. Wollen wir auch? Ich denke ja. Ich denke, wir bauen noch eins an. Wir haben ausreichend Arbeitskräfte. Guck mal, wir kommen hier irgendwie nicht mal nach. Wegbringen, wa? Kann das sein? Warte mal. Wir werden einmal... So eine Arbeiterhütte brauchen wir aber noch. So einen Arbeiterposten. Setzen wir uns hier unten mal noch einen Arbeiterposten hin. Posten. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir den hier, den werden wir mal nur als Transporter. Ihr transportiert nur. Oha. Hier, guck mal, volle Pulle erwischt. Vergiften Onbu. Ja, hier. Nimm mal ein bisschen Gegengift. So. Dann haben wir unten noch eine Arbeiterhütte. Hier haben wir dann mehr Fische. Das ist gut. Er wird sich jetzt gleich erstmal ein bisschen schlafen legen. Und dann können wir hier nochmal ein bisschen... Warte mal, wir werden mal hier... Wir ziehen mal hier noch eine Reihe durch, würde ich sagen. So. Und dann bekommt ihr hier auch nochmal... Mindestens das, würde ich sagen. Müssen wir mal gucken, wie das da so... Wie das da so wird, wie das so läuft. Weil hier hatten wir jetzt gerade wieder das, hier hatten wir einfach nur das Problem, dass einfach alles gleichzeitig angepflanzt wurde und entsprechend einfach sehr viel gleichzeitig, beziehungsweise nichts anderes gemacht werden musste. Ja, weil jetzt sieht's schon, jetzt kommt es schon wieder nicht mehr hinterher, weil sie jetzt nämlich anpflanzen und auch fischen müssen. Pflanzen vor allem. Anbauen. Nein, anzüchten. Schon ausgeschlafen? Was ist da denn los? Ja, jetzt können wir auch dummerweise nicht mehr warten. Wir hätten mal noch ein bisschen länger warten sollen. Hier schicken wir einen Kundschafter hin, ganz klar. Wo schicken wir noch einen Kundschafter hin? Ja, einfach mal hier oben, würde ich sagen, ne? Oh, guck mal. Ist schon dran vorbei, das ist auch seltsam, ne? Das sieht aus, als wäre die noch voll drüber. Teilweise stimmt es auch nicht ganz überein. Aber wir sind safe. Das ist die Hauptsache. Wunderbar. Kein Problem. So, ja. Ja. Das gefällt mir gut. Das sieht gut aus hier mit den Fischen. 173 haben wir. Jetzt müssen wir natürlich hier wieder euch deaktivieren. Dann können wir das hier auch deaktivieren. Und bei 22 Eimern Salzwasser können wir auch das aktivieren. Wasser ist übrigens weniger geworden, heißt, wir sind nicht hinterhergekommen. Jetzt ist allerdings wieder feucht, jetzt werden wir mit Sicherheit wieder hinterherkommen. Aber wir haben tatsächlich ein Transportproblem, ne? Es ist wohl das Transportproblem. Wir brauchen einfach mehr Transporter. So, lassen wir hier mal noch machen, was ihr wollt. Jetzt wird es gleich wieder heiß. Heißt, wir können hier schon mal wieder auf Mais gehen. Mais.
730 mal Mais haben wir. Polenta kriegen wir allerdings wirklich nicht mehr zusammen, ne? Siedler nehmen wir mit. Natürlich. Heißt, wir können mal bei der Rübensuppe, können wir mal, hier kommen wir mal auf Polenta. Gehen wir mal hier auf Polenta. Wir können jetzt auch gerade richtig, richtig viel Mais produzieren. Da werden wir uns mal auch richtig, richtig ranhalten. Und wir werden, glaube ich, dann mal hier so eine Farm einfach ausmachen, ne? Würde ich sagen. Und wir könnten die Farm natürlich auch alle einmal aufwerten. Und zwar hier Landarbeiter braucht auch nur Holz. Wir könnten dann mehr arbeiten. Und wir könnten weniger Farmen aktiv. Müssen wir nicht so viel und her probieren. Hier nehmen wir natürlich mit. So, hier kommt der Ozean wieder. Achso, Moment. Oh. Hier. Nur Ernte. Uiuiuiui. Knappe Kiste, wir müssen vorsichtig sein. Wir brauchen ja immer noch ein bisschen Fisch. Wir brauchen ja immer noch ein bisschen Fisch, um wieder loslegen zu können. Ob die 154 reichen? 149? Da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Gewürzregal. Ressourcenerträge der Produktion in diesem Gebäude steigen plus 1, aber die Produktionsgeschwindigkeit ist um 50% reduziert. Ich würde ganz gerne hier ein Gewürzregal haben. Komm, wir schmeißen mal da ein Gewürzregal. Wir haben zwar momentan kein Eisen, aber es ist ganz gut, dann wird auch der Fischverbrauch wird einmal ein bisschen pausiert. Und wir lassen Onbu einmal kurz laufen. Und wir flitzen dann nach Südost weiter. So, geh wieder. Jetzt gucken wir mal. Achso, wir haben ja jetzt hier zusätzliche, ne? Jetzt können wir auch nochmal zwei weitere reinsetzen. Das sieht ganz gut aus. Die sollten jetzt, also wir haben jetzt fast die doppelte Anzahl, die sollten jetzt ja wohl locker damit klarkommen, oder? Ja, werden sie schon. So, hier Mais geht rund. Und zwar so richtig. Geil. Onbu füttern, bisschen Gegengift. Apropos, wie viel Gegengift haben wir denn noch? Haha. Freunde. Gegengift muss produziert werden. Wir haben auch zu wenig Kräuter. So, wir produzieren wieder Gegengift. Wir sind nämlich hier nur noch bei 4 von 5. Ja. Okay, gut. Schön, dass wir mal ein bisschen Eisen hier finden. Können außerdem hier immer noch eine Steinstraße durchziehen. Soweit es eben geht. Noch ist glühend heiß. Mais wird noch mehr. Mal gucken, ob wir da... Ja, auf die 1000 werden wir wohl nicht kommen, ne? Nachdem die Gruppe in die Minenschächte hinabgestiegen ist, betritt sie eine riesige Industriehalle. Alte, rostige Teile von Plattenrüstungen, die einer riesigen Kreatur wie Onbu angepasst haben müssen, liegen herum. Das müssen Überreste aus vergangenen Zeiten sein. Machen wir uns diese rostigen alten Teile zunutze. Diese rostigen Teile sind wertlos. Lass uns nach seltenen Ressourcen suchen. Ich nehme mal die alten Teile. Mal gucken, was passiert. 30 mal Eisen. Deine Kundschafter nehmen alles mit, was in ihre Taschen passt und verschwinden. 30 mal Eisen? Ja. Ja, super. Genauso gelobe ich mir das. So, Onbu, du wirst wahrscheinlich jetzt genau hier bei der Giftwolke einmal pennen, ne? Ja, das ist eher suboptimal. Aber das war jetzt irgendwie auch abzusehen. Aber ist auch kein Problem. Wir können dich dann höchstwahrscheinlich gleich... mal kurz wieder aufwecken. Sodass du zumindest noch ein Stückchen weiter gehst. Ach, guck mal, hier unten kriegen wir wieder eine Hitzewelle. Super praktisch. Das ist wirklich praktisch. So, lassen wir Onbu jetzt weitergehen. Komm, wir lassen ihn mal jetzt weitergehen.
Ja, es tut mir leid. Du brauchst mich nicht so vorwurfsvoll angucken. Hör mal. Onbu musste mal. Ja, es wird eindeutig mehr Dung, ne? Ist ja nicht zu glauben. Ist ja nicht zu glauben. Dann können wir auch noch einen zweiten Kompost bauen. Oder nee, wir... Wobei ein zweiter Kompost wäre eigentlich ganz gut. Dann würden wir beides dauerhaft produzieren, ne? Ja, wir bauen uns mal einen zweiten Kompost hier hin. Der passt hier ganz gut. Dann lassen wir den hier oben. Warte mal, den setzen wir mal auf Kompost und den da unten setzen wir dann auf Biogas. Am Ziel angekommen sieht eine alte Steinsäge so aus, als ob sie noch funktionieren könnte. Versuchen wir sie einzuschalten, lasst uns nach übrig gebliebenen Ressourcen in der Nähe dieser Maschine suchen oder lasst uns diese alte Maschine nicht anfassen, wir sind wegen der Steine hier. Beim letzten Mal haben wir das genommen. Wir nehmen mal das erste. Einer der Kundschafter legt einen rostigen Hebel um und die Maschine erwacht zum Leben. Nach einer Weile beginnt sie eine Steinplatte nach der anderen auszuspucken. 15? Haben wir beim letzten Mal, glaube ich, mehr bekommen, ne? So, und wo geht erstmal pennen? Schon wieder? Nehmen wir jetzt wieder das in der Mitte. Und wir bekommen 11-mal Stein und 5-mal Wissen. Auch gut. Hier ein paar Kundschafter. In wie viel Holz haben wir noch? 276 haben wir, also auch kein Problem. Wasser haben wir auch jede Menge. Uns geht's einfach gut. Muss man so einfach auch mal sagen. Uns geht es gut. Onbu auch. Der wird hier gleich wieder futtern. So, heiß ist es jetzt nicht mehr? Ja. Heiß ist es jetzt nicht mehr. Warte mal. Achso, er hat... Moment, er hatte jetzt aber häufiger Stuhlgang. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir hier... Ich bin mir noch immer nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. So, wir werden jetzt hier Anbau und Ernte, Anbau und Ernte, Anbau und Ernte. Und hier oben wechseln wir. Dich machen wir einmal dicht. Mais geht auf Rübe. Mais geht auf Rübe. Mais geht auf Weizen da. Oder wir könnten mal die Tomaten anbauen. Ich würde sagen, wir bauen jetzt einfach mal die Tomaten an. Und zwar hier auch. So, da wird natürlich jede Menge Wasser benötigt. Aber... Das Wasser sollte eigentlich kein Problem sein. So, wir kopieren uns einmal diese Küche hier und schmeißen dann da fröhlich Tomatensuppe oder was auch immer daraus gemacht wird. Hier wird Kompost hergestellt. Sehr schön. So, dann produzieren wir jetzt dauerhaft Kompost und... Ne, warte, da wird Kompost hergestellt und hier wird Biogas hergestellt. So. Kompost und Biogas, das ist sehr gut, da müssen wir uns dann auch keine Gedanken mehr machen. Wahrscheinlich wird ein bisschen mehr Kompost produziert, weil der näher dran ist. Aber insgesamt müsste eben beides produziert werden. Gefällt mir ganz gut. Wie gesagt, wir haben halt ausreichend Personal. Wir müssen uns jetzt nicht mehr so viel Gedanken um den ganzen Kram machen. Das läuft schon alles sehr, sehr gut. Wir haben auch mehr als genug Betten. Hier schmeißen wir jetzt endlich mal die gegrillte Tomate gibt es dann da. Schön. Schön, 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 schön. Aber Kräuter bleiben weiterhin zu wenig, ne? Kräuter weiterhin zu wenig, wobei sich das jetzt gleich ändern dürfte. Wir könnten natürlich hier oben auch einfach nochmal das auch öffnen. Einfach, weil wir es haben. Also, weil wir vor allem das Personal haben. Und wird es wieder heiß. Da können wir dann wieder Mais anbauen. Ja. Das sieht mir alles sehr rund und sehr gut aus, was wir hier machen. Es funktioniert. Das wird mehr... Oh. Achso. Fische liegt hier dran. Ne? Hier wird jetzt langsamer produziert. Ja. Und hier wird vor allem Beerenmüsli produziert, sehe ich gerade. Hier wollen wir aber eigentlich gegrillten Fisch. Hier wird langsamer produziert, aber eben mehr. Jetzt kommen nicht mehr 5 raus, sondern 6. Dafür sind wir ein bisschen langsamer. Was aber kein Problem ist, weil wir ja Fisch sowieso immer ein bisschen zu wenig haben, den rohen Fisch.
Heißt, wir haben nur Vorteile. Wir verbrauchen weniger, produzieren mehr. Also wir verbrauchen pro x Jahren verbrauchen wir weniger. Schön. Und guck mal hier. Schon haben wir jede Menge gegrillten Tomaten und Tomaten. Eieiei, ist das traumhaft. Ist das ein Träumchen, ey. Und das funktioniert hier alles. Läuft einfach. Es läuft einfach. Wo schicken wir denn jetzt hier noch die Kundschafter hin? Ich weiß überhaupt nicht, wohin mit denen. Vor allem, weil sie uns leider... Ja, hier, wir brauchen halt... brauchen ja eigentlich mal weiter Metall, ne? Hier noch ein bisschen Gegengift, Onbu. Onbu streicheln erforschen wir endlich. Das ist richtig gut. Dann können wir ihn endlich streicheln. Was haben wir hier Neues? Tiefer Steinbruch produziert Steine, indem es tief in Onbus Rücken bohrt. Dieser Prozess senkt Onbus Vertrauen in dich. Ja, das ist wohl auch was Dauerhaftes, ne? Ja, manche Sachen sind, glaube ich, auch nur einmalig irgendwie. Bin mir da nicht ganz sicher. Aber ich will es einfach nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. So, dann würde ich einfach vorschlagen, wir ziehen hier nochmal komplett die Steinreihe durch. Das hilft uns auch. Wie sieht's denn hier aus mit der Zufriedenheit? Sind einige Leute vergiftet? 20. Wir verbrauchen auch sehr, sehr viel hiervon. Sehr, sehr viel Kräuter verbrauchen wir. Liegt aber auch daran, dass wir hier dauerhaft Onbu-Gegengift produzieren. Und das ist gut so, weil wir nämlich nur eins auf Lager haben. Plus den 5 natürlich hier. Ja, da müssen wir... Ja, die Kräuter hier, die Kräuterfarm, das ist schon sinnvoll, dass wir hier noch ein, zwei haben. Beziehungsweise, dass wir die jetzt noch dazu geschaltet haben. Hier unten kommt wieder die Hitze. Da oben ist... Gibt es eventuell noch mal ein paar Leute. Wie viel Wasser haben wir? 700. Oh, die Tomaten, die verbrauchen aber richtig Wasser. Eieieiei. Jetzt warte mal hier. Die Tomaten verbrauchen aber richtig Wasser. Okay, wenn wir die jetzt auch mit aufnehmen, dann müssen wir wohl tatsächlich hier noch ein paar Luftbrunnen hinsetzen. So. Hast du schon ein Upgrade? Nein, hast du nicht. Verbesserten Trichter würden wir dafür nehmen, ne? Eisen haben wir sogar noch ein bisschen. Ja. Machen wir hier jeweils den verbesserten Trichter. Automatisch ist natürlich super, aber wir haben halt so viele Arbeitskräfte, dass wir uns da keine großartigen Gedanken machen müssen. So, jetzt gleich dürfen wir wohl wieder. Wie kommen die Tomaten mit Hitze klar? Mit glühend eher nicht so. Sollen wir gleich mal gucken, ob es dann nur warm ist oder glühend. Jetzt sagen wir, gehen hier geradeaus weiter. Ja. Flitzen nach Südost. So, wie heiß wird's? Sehr heiß. Die Ausgrabungsstätte. Was wie ein Steinbruch aussieht, entpuppt sich als Ausgrabungsstätte, die mit den versteinerten Knochen eines riesigen Onbu gefüllt ist. Das sieht nach einem perfekten Ort aus, um seltene Ressourcen zu erbeuten. Wir müssen vorsichtig sein, totes Onbu ist oft ein Zeichen für sich verbreitende giftige Sporen. Wir sollten Abstand halten oder hier gibt es wahrscheinlich Sporen. Wir nehmen ein paar Steine mit und gehen. Ja, wir gucken mal nach seltenen Ressourcen. Steinplatten und eine... Ach, bisschen vergiftet ist überhaupt gar kein Problem. Das ist auch gar kein Problem. So, jetzt haben wir wieder die Hitze. Heißt, wir öffnen hier. Wir setzen hier Mais ein und hier
ebenso. So, hier ist dann auch Mais. Da haben wir mehrfach Mais. Wasser wird auch weiterhin produziert. Hoffentlich jetzt gleich auch hier. Moment, hier müssen wir auch noch umschalten. Auf nur Ernte. Nur Ernte. Nur Ernte. Fische haben wir jetzt 366. 370. 380. Sollen darauf achten, dass das auch immer passt. Pilze werden auch momentan wenig produziert. Hier wird es auch wieder weniger. Ja. Ich sag das so in meinem jugendlichen Leichtsinn, dass das kein Problem ist mit dem einen Vergifteten, aber wir haben so viele Kräuter, haben wir nicht, Freunde. Wir könnten tatsächlich hier nochmal so einen hinsetzen, ne? Noch einer passt da eh nicht hin, dann werden wir einfach mal das so machen. Und werden dann hier einmal den und hier, ihr bekommt dann einfach hier oben über den gesamten Bereich. Oh, uns fehlt tatsächlich Personal. Das ist aber hochinteressant. Wir haben echt zu wenig Leute. Ungewöhnlich. Wohnqualität 344. Nahrungsvielfalt 414 von 420. Wir geben ihnen alles, was es gibt. Es gibt was anderes. Also, verstehe ich nicht. Oh, hier, guck mal. Ein paar Siedler. Ihr kommt genau richtig. Sehr schön. Vier Leute. Sehr gut, sehr gut. Hier kriegen wir nochmal welche dazu. Hier ist eine Giftwolke, die ist aber kein Problem. Ich sehe weiterhin kein Metall. Kein Eisenmine. So, dann nehmen wir uns die Jungs hier gleich nochmal mit, ne? Mais sollte er jetzt auch nach oben schnellen. So, die nehmen wir auf. Vergiftete Menschen, kein Problem, sage ich wieder einmal. Aber ja, Kräuter ist nicht so gut momentan. Kommen die Kräuter überhaupt klar? Ne, die kommen überhaupt nicht klar, verdammte Axt. Naja. Die sollen trotzdem einfach hintereinander wegmachen. Das ist nicht so wild. Hier ist grün, heißt... Jo. Kannst du einfach weiter zischen, ne? Mal gucken, wie weit du kommst. Ich glaube, bis hierhin kommst du nicht. Aber selbst wenn du dich jetzt da hinlegen solltest, dürfte da eigentlich nicht viel passieren. Guck mal hier unten. Habe ich das gerade übersehen oder war das noch nicht zu sehen? Das habe ich, glaube ich, einfach übersehen, ne? So, das nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Haben wir wieder ein bisschen Eisen. Fürs nächste Mal, dann können wir ja weiter ausbauen. Traumhaft, Leute. Oh, guck mal hier. Der ist auch fertig hier. Schick, ey. Sehr, sehr schick. Leute, ich bedanke mich für eure Zeit, Likes und Kommentare. Herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Bis zum nächsten Mal hier in The Wandering Village. Tschüss.